Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir wollten ja jetzt mit Gunnar sprechen und endlich mal hier... Oh, hier kann man interagieren. Okay, man kann da sich hinsetzen. Also wir sollten ja mit Gunnar sprechen, weil wir ja eine Schmiede errichten wollen. Von daher wird das jetzt erstmal unser erster Weg sein. Da vorne sitzt der Junge. Mal schauen, was er uns... Wirklich nicht. Was er uns zu sagen hat, der Junge. Ja gut, ihm gefällt's hier. Na, mal schauen, was wir für ihn tun können. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich dachte, ich sollte dir helfen. Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Kloster Altenkester. Meldeburn. Entdeckt. Dann gucken wir mal, wo das genau sich befindet. Also wir sind ja hier in Hefnatorp. Kloster Altenkester. Hier vorne haben wir auch nochmal Lincoln. Lincoln Nest hier. Aber das ist schon 160er Stärke. Also da sollten wir ein bisschen aufpassen. Hier unten wäre das noch ganz gut. Und hier auch. Also da ist empfohlene Stärke 20. Da auch. Also alles, was sich so östlich von uns befindet, ist ein bisschen noch vielleicht zu stark. Ja, da mit Totenkopf, da wollen wir nicht hin. Dann werden wir uns erstmal hier in dem südlichen Bereich uns orientieren und nach Westen, Kloster Altenkester. Okidoki, oh, wir haben auch hier noch einiges an Fertigkeiten, Kodex, schlag mich tot. Datenbank ist entdeckt, neue Region ist klar. Gruppierung, die Sachsen, haben wir entdeckt, ne? Ich werde das jetzt, wie gesagt, nicht alles vorlesen. Das ist dann vielleicht nur interessant, wenn wir dann gegen irgendeinen richtig Probleme haben. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Mercia. Genau, also die Regionen, das können wir ja kurz mal uns angucken. Das Königreich Mercia, Altenglisch Mirci. Im Deutschen auch Mercien oder Südumbrien genannt, lag in den Midlands von England und hatte annähernd 300 Jahre Bestand. Seine Blütezeit erlebte es im 8. Jahrhundert unter König Offa. Während dieser Zeit war es ein bedeutender Handelspunkt und eine Hochburg des verarbeiteten Gewerbes, bis es durch die Überfälle der Dänen in den Ruin gestürzt wurde. So, da haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen Anteil dran. Übernehmen die Führung des Langschiffes. Genau, da sollten wir ja sesshaft werden. Inventar, da schauen wir nochmal. Was haben wir hier in der Tasche? Runen. Und ein paar Schlüssel. Trophäen. Keine Ahnung, Sammelobjekte halt. Questgegenstand, hier können wir nochmal lesen. Warnung an den Zauberer. Okay, das hatten wir ja. Und das war aber auch nicht die Karte, die uns jetzt eben gerade der gute Sigurd gegeben hat.
Genau, hier hatten wir jetzt den fortgeschrittenen Meuchelmord, ne, mit diesem Quicktime-Event freigeschaltet. Das nächste, was wir machen wollten, ist dieser schleichende Kundschafter, dass wenn wir geduckt sind und unentdeckt sind, die Gegner automatisch hervorgehoben werden. Das nehmen wir mit. Sprintangriff ist vielleicht auch nicht so das Verkehrte. Weg des Bären, ne? Handwechsel. Auch nice. In den Rücken fallen. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Können wir ja mal versuchen, uns da vorzuarbeiten. So, dass wir das auch nochmal haben, wenn wir hier hinter ihm sind, dass wir dann mehr Schaden machen. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut, dann aufs Schiff und dann geht's los. Ne? Geht los, die wilde Fahrt. Ah. Führung übernehmen. Spitz. Klosterraubzüge. Plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen. Die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Die Ohren und hört zu! Ja, zum mal Wohl los. Unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen wie fettes Federvieh! Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Doug. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach! Mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Okay, mal gucken, ob wir nicht zu übermütig werden, aber wir werden hier einfach mal Segel setzen. Segelup. Und dann geht's steil nach Westen zu dem Kloster. Zu dem ersten Kloster, was wir jetzt überfallen wollen. Mal gucken, wie sich das hier so handhabt. Da vorne sehe ich schon. Entschuldigung. Da vorne sehe ich schon die. Kloster, da drüben! Segel runter! Genau. Die Kirche und vielleicht noch so ein paar andere Gebäude. Wir plündern jetzt einfach mal. Und dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Los jetzt, Krieger! Oh, da laufen die weg. Ich bin bereit. Gib nur den Befehl. Brandschatzt meine Wölfe! Und nehmt das! Brandschatzt meine Wölfe! Dann mal hin. Dann wird es nicht mehr dauern. Du bist zur Hölle! Machen wir jetzt mal ein paar Fernkampfangriffe. Lass mich das ab, Peter! Du bist. Ich töte dich! Oh, den haben wir jetzt mal schön den Kopf abgehackt. Oh, der ist hier voll am Blocken, der Junge. Oh, vielleicht sollten wir uns mal heilen. Stark, ne? Genau, blocken, nicht vergessen, ne? Und dann rein ins Fleisch. Der ist auch platt. So. Dann mal hier einmal kurz pingen. Pfeilschützen. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Ja, wir räumen jetzt mal auf, ne? Mach deinen letzten Stück.
Bomben heilen. Jetzt sind wir schön hinter ihn gekommen. Gott ist mit mir. Und jetzt nochmal mit einem schweren Schlag. Genau. Konnten wir ihn mal richtig einverplitten. So, hier vorne haben wir noch einen. Den haben wir auch mal einen Kopf kürzer gemacht. Keine Schande. Den haben wir auch. Oh, hier ist mal ein paar Beeren wieder essen, damit ich wieder mich heilen kann. Oh. Oh, da vorne sind noch ein paar Gegners. Wo sind die? Da drin? Kann die Bude abfackeln? Wäre am einfachsten, ne? Naja, keine Angst. Tue ich nix. Aufbrechen. Dann mal auf die Tür. Hey, hierher. Kommt ran. Du wirst wohl Fraß. Du wirst nicht. Ey. Lass mich durch da. Brüder. Noch den Kopf haben wir. So. Wir wollen jetzt mal hier alles platt machen, bevor wir plündern. Hier sehe ich schon mal nichts. Hier vorne ist noch mal ein großer gelber Punkt. Die Musik läuft noch, ne? Irgendwo müssen hier noch Gegner sein. Vielleicht hier in der Ecke. Aber aktuell sehe ich hier keinen mehr. Was ist denn das für ein Ausrufezeichen da vorne? Ja, ich glaube, hier ist alles soweit befriedet. Dann, was ist mit dem hier los? Ach so, aufbrechen. Mit übrige Fracht. Mit Odensicht kannst du Frachtgelegenheiten in der Nähe hervorheben. Wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Ah ja, jetzt haben wir nochmal Vorräte und Rohmaterialien. Und jetzt beginnt der Spaß, ne? Das Plündern. Dann nehmen wir als erstes... Ah, hier, die... Diese Kapelle hier. Hier ist nochmal eine Truhe. Nahrung immer gut. Das ist irgendwie unterirdisch da vorne, ne? Da müssen wir mal gleich mal schauen, wo wir da am besten hinkommen. Das ist gut. Hier geht's, glaube ich, runter, ne? Wunderbar.
Aber hier ist alles hell erleuchtet, von daher brauchen wir ja auch nichts. Keine Fackel. Und da haben wir hier noch ein Zettelchen. Mal gucken, was da steht. Aufzeichnung eines Anwohners. Wohin ich mich auch wende, sehe ich Krankheit. Sie durchströmt das Kloster wie eine Seuche. Ich höre sie stöhnen und jammern. Wir haben die Toten verbrannt aus Angst, dass ihre Leichen die Erde verderben könnten, in der sie vergraben wurden. Gott, steh uns bei. Also wir hatten ja ein kleines Gesundheitsproblem, nenne ich es mal. Und unsere Jungs, die sind hier am Fackeln und am Zündeln, als gäbe es keinen Morgen mehr. Kommen wir hier noch rein. So, dann hatten wir eigentlich... Die kleinen Hütten hier, die haben ja auch nichts, glaube ich, ne? Hier, in der großen Bude, da müssen wir noch mal rein. Hier, genau. Da haben wir noch mal eine richtig fette Truhe, die machen wir. Ich brauche mal. Hier mal Hilfe. Ich brauche mal Hilfe. Sehr gut. Schnell zurück. Und der Raubzug ist abgeschlossen. Wir haben noch mal Vorräte und Rohmaterial bekommen. Und jetzt ist es offiziell beendet, weil wir jetzt auch alles geplündert haben. Alle fetten Truhen, die es hier gab. Bisschen Silber noch mitnehmen. Ja, genau. Ja, meine Jungs sind gut drauf, man merkt's. Ja, perfekt. Dann haben wir noch das Kloster hier so weit eingenommen. Und wir müssen jetzt nochmal zu Gunnar zurück und dann halt ihm die Vorräte geben. So, dass wir dann die Schmiede errichten können. Wurde auch schon getrutet, ne? Der Captain, der ich bin, hat da hier das Signal geläutet. Das Schiff legt in einer Minute ab. Ist auch nichts mehr. Wunderbar. Dann nichts wie aufs Boot. Die Führung übernehmen. Und ab nach Hause. Das war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Und Ava, wie viele hast du? Wie bitte? Doug, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Okay, jetzt fängt schon der Bodycount an, ne? Jeder will der Beste sein. Jeder will am meisten getötet haben. Also richtiger kleiner Schwanzvergleich hier zwischen den Wikingern. Aber naja, das gehörte wahrscheinlich mit zum Geschäft. Und jeder möchte ja seine eigene Legende schmieden, ob wahr oder falsch. Hier rudern wir. Ich glaube, hier vorne muss man da wieder anlegen. Naja, genau so sieht's aus. Auf in den Hafen. Schweikopf. Auf in den Hafen und dann ab zu Gunnar. Den ich ja vorhin noch aus Versehen Sigurd genannt habe. Sigurd ist natürlich dann der andere, ne? Aber jetzt mal zu Gunnar. Schon zurück? Mit guten Nachrichten, hoffe ich.
Ich denke, wir haben, was wir brauchen. Ich denke auch. Nahrung, so. Jetzt kann ich mit ihm nicht sprechen, aber da vorne war ja diese Tafel, ne? Werden wir mal mit der interagieren und gucken, was sich darunter verbirgt. Schmiede. In Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt sie an. Natürlich wollen wir das machen. Ah ja, und bauen die? Und wir haben das Gebäude abgeschlossen. Wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in Hefnatorp, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Geh dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Raben V, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Okay, wir könnten auch nochmal gleich mit Gunnar sprechen. Wir machen das mal. V. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, wir haben hier einmal den Handelsposten. Da können wir Vorräte und einzigartige Gegenstände erwerben. Dann haben wir hier einmal das Kriegslager oder Kriegerlager. Hier hilft dir Eidis dabei, deinen eigenen Joms-Wikinger auszubilden. Die Joms-Wikinger anderer Spieler anwerben und deine Besatzung zu verwalten. Schalte die Joms-Wikinger-Funktion frei. Dann haben wir hier vorne noch was. Bruderschaftshaus der Verborgenen. Hier arbeitet Haitham daran, die Schritte des Ordens der Ältesten zu überwachen. Die entsprechenden Quests findest du hier. Ah ja, also das ist auch ganz wichtig. Das ist sozusagen das Assassinenbüro. Aber da geht es ja noch weiter. Was haben wir hier noch alles? Und zwar einmal Stall und Vogelhaus. Bei Ruhrdan kannst du Pferde erstehen und diese und deinen Raben verwalten. Das hier ist nur das Hauptquartier sozusagen. Boah, und das war's jetzt mal. Also Assassinenbüro für neue Quests. Dann haben wir hier den Handelsposten. Ah, der ist jetzt mal nicht, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Kriegerlager eher schon, ne? Dann haben wir, was ist denn da vorne? Eisen ohne Ende. Scheint ein richtiges, fettes Eisenvorkommen zu sein. Alles klar. Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Vielen lieben Dank. Wir gucken nochmal auf die Mappe. Genau, das Kloster haben wir jetzt soweit befriedet. Wir haben hier noch zwei Rätsel, die wir dann auch noch lösen können. Hier so ein bisschen, aber das ignorieren wir. Dann können wir hier vorne auf jeden Fall dann nochmal unsere die Mappe erweitern. Ne? Und dann würden wir auch diesen Punkt holen und uns weiter in die Richtung hier begeben. Der Raubzug und der Raubzug, die sind auf jeden Fall machbar für uns. Und diese beiden Punkte holen wir uns auch. Und dann erforschen wir uns oder eröffnen wir uns langsam immer mehr die Mappe. Wie wir es halt immer bei Assassin's Creed gemacht haben. Fein, fein. Dann sprechen wir jetzt nochmal ganz kurz mit Gunnar. Was tust du hier noch gleich? Komm einfach vorbei, wenn ich deine Als ob ich das nicht wüsste. Verbessern oder verziehen soll. Dement! Zeigst du mir deine Waren? Ist es das, was du suchst? Ausrüstung abwerten. Greife über die Navigation oben auf das Menü Ausrüstung abwerten zu und hebe die Verbesserung von Waffen und Ausrüstung wieder auf. Runen werden abgelöst. Ah ja, alles klar. Also man kann halt auch die Runen wieder rausnehmen aus den Waffen und die auch wieder
schlechter machen. Aussehen ändern. Greife über das Menü oben den Punkt Aussehen ändern zu und verändere das Erscheinungsbild deiner Ausrüstung und Waffen. Also das ist ja wieder dieses Skin-Modell. Du hast ein Auge für hohe Güte. So können wir dann halt dann auch die Skins dauerhaft verändern. Wir sehen uns später. Pass auf dich auf. Und wer ist hier, die holde Dame? Genau, woran besteht deine Arbeit? Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Alles klar. Ich muss los. Bis bald. Das wird wohl dann die Dame sein vom, hier vom Hafen. Damit wir dann, wenn wir das ausbauen, sie sich um das Langschiff kümmert und dann wir das auch verbessern können. Wunderbar. Dann gucken wir uns das doch hier den vorne hier nochmal an. Ach, das ist Haitham, ne? Ist doch der gute Haitham mit dem Assassinenbüro. Nochmal sprechen. Haitham. Nun, da Basim und du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englands. London, Jofovic, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich sehe, was ich tun kann. Alles klar, auf jeden Fall. Das Ding werden wir dann auch aufbauen. Haben wir noch genug Vorräte? Tatsächlich, wir können das Ding bauen, dann machen wir das doch auch. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Geschenke sind immer gut. Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Später vielleicht. Noch nicht ganz, aber ich komme bald wieder. Genau das, weil wir ja noch... jetzt erstmal, ich sehe gerade nämlich, dass die Folge hier auch schon gleich dem Ende nähert. Wir lesen uns das nochmal durch. Ein Brief an Haitham. Akolut Haitham, du tust wohl daran, Meister Basims Einladung anzunehmen, den Norden nach unserem Feind abzusuchen und von ihm zu bereinigen. Lang spricht er schon davon, zu diesem Zwecke gen Norden zu reisen. Dass er dies nun als rechte Zeit und dich als passenden Begleiter ansieht, ist ein Urteil, welches der Rat nicht hinterfragt. Basim hat während seiner Zeit in unserer Bruderschaft Großes erreicht. Wir erwarten, dass er in den kommenden Jahren noch mehr vollbringen wird. Folge seinem Beispiel und seinen Anweisungen und du wirst es weit bringen. Arbeite im Dunkel der Unterdrückung, diene dem Licht der Freiheit und gehabe dich wohl, Mentor Raihan. Wunderbar. Dann haben wir das Ding hier auch errichtet. Mit einem Raubzug konnten wir dann halt schon mal 2 Gebäude errichten. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir einfach mal mit Haitham kurz sprechen. Mit ihm dann nochmal einen kleinen Spaziergang machen. Er wollte uns ja was zeigen.
Und dann geht's weiter hier. Sesshaft werden. Nämlich mit Sigurd sprechen, bevor wir dann die Story weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bei Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.